Microsoft hat endlich ihren Xbox 360-Nachfolger vorgestellt. Die neue Konsole hört auf den Namen Xbox One und soll vor allem euer TV-Erlebnis revolutionieren. Die neue Konsole kann nämlich nicht nur Games abspielen, sondern auch das aktuelle TV-Programm empfangen, im Web surfen, Blu-rays abspielen und Skype nutzen. Und das Ganze sogar gleichzeitig. Zwischen den einzelnen Anwendungen soll ein sofortiges Hin- und Herspringen möglich sein. Die Bedienung der neuen Xbox kann entweder klassisch über den neuen Controller erfolgen oder via Sprach- und Gestensteuerung über Kinect. Microsoft hat die Kinect-Kamera massiv verbessert. Sie kann jetzt Videos in Full HD aufnehmen, eure Bewegungen noch besser registrieren und vor allem nun auch eure Mimik erkennen. Klingt zwar durchaus nett, aber wie und ob die Möglichkeiten sinnvoll in neue Games eingebaut werden kann, bleibt abzuwarten. Und wo wir schon beim Thema Games sind. Zwar hat Microsoft ein neues Forza und das Actionspiel Quantum Break gezeigt, echte Gameplay-Szenen gab es aber leider nicht. Was die Xbox One also grafisch wirklich leisten kann, ist noch nicht klar. Klartext, bei den Spielen wird Microsoft erst auf der diesjährigen E3-Messe im Juni sprechen.